wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von Legendary Games. Ihr seht es ja schon, ich nehme mir Sid Meier's Pirates vor und zwar nicht die klassische Version auf dem C64 oder auf einer alten MS-DOS-Fassung, also auch nicht Pirates Gold oder sowas, nein, und zwar die Xbox-Fassung von Sid Meier's Pirates. Hier natürlich auf der Xbox Series X, da ist die Qualität auch ein bisschen besser, zumindest mal was die 3D-Grafik betrifft. Die Auflösung des UIs, Moment, ich muss mal Mikrofon ein bisschen hier richten, so, dass es besser funktioniert. Ja, die Grafik des UIs ist nicht gerade sehr hoch aufgelöst. Ich gehe davon aus, es müsste, was ist das, 480p sein? Oder 576, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber es wird ja alles hochskaliert. Und wie ihr schon am Piraten sehen könnt, die 3D-Grafik ist etwas besser. Was nicht besser ist, und das schockiert mich jetzt doch ein bisschen, ich höre ja die Musik über den Kopfhörer. Und die hat eine unglaublich schlechte Samplerate. Das ist Wahnsinn, wie man damals digitalisierte Musik so hingenommen hat. Ich bin es grauenvoll inzwischen. Aber was soll's. Ich bin ja eh im Audiobereich empfindlicher als bei der Grafik. Bei der Grafik macht mir sowas nichts aus. Ja, der liebe Alex hat hier ein Let's Play auf unserem Kanal aufgenommen für die C64. Nee, von der C64-Fassung, nicht für die. Blödsinn, es war für euch. Und die Aufnahme fand von der C64-Fassung. Ich werde im Gegensatz zum Alex nicht auf schwer spielen, auf Swashbuckler, sondern wirklich auf dem einfachen Modus. Ich habe das schon jahrelang nicht mehr gespielt, auch diese Fassung jahrelang nicht mehr, und habe mir gedacht, schaust mal wieder rein. Vielleicht macht es ja Spaß, und ich lade euch damit herzlich ein, mit mir dieses neue Spiel hier zu starten. Und während dem Intro halte ich jetzt meine Klappe, obwohl gar nicht so viel erzählt wird. Denn hier wird auch, wie bei den Sims, eine Pseudosprache gesprochen. Aber dieses Mal nicht. Sie lachen nur, sie sind fröhlich. Aber wie lange noch, die Musik verrät es ja. Es ist etwas Bedrohliches in der Luft. Ja, wussten wir es doch. Marquis persönlich überbrachte die schlechte Nachricht. So, weg von der Cutscene, von der vorberechneten Cutscene, jetzt wieder zurück zur normalen 3D-Grafik. Und die ist schon etwas besser hoch aufgelöst. Die Texturen sind natürlich nicht so der Renner nach all den Jahren. Ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist. Es müsste so 2004 gewesen sein, 5. Was in der Ecke? Gut, Name werde ich natürlich meinen typischen Namen nutzen. Jawohl, ich kann hier so zurückschalten. Umschalter, das ist X. Ja, da ist die Steuerung noch ein bisschen anders als die Standard-Xbox-Steuerung, die es heutzutage gibt. Es ist
zwar das Alphabet, aber ich tippe doch lieber auf so eine ja, Pseudo-Tastatur als auf so eine Alphabet-Tastatur. Aber komm, wir machen es fertig. Name, Corbett, Erfahrung, was gibt's denn da? Lehrling, Geselle, Abenteurer, Gurke und die Brust wird geschwellter. Haha, Draufgänger. Aber nee, das lassen wir mal, das machen wir nicht. Können beim Fechten, Geschützkünste, Navigationskünste, nö, gegen den Wind. Ja, das kann viel Zeit sparen, wenn man immer gen Osten segelt. Oh, wenn man dann ganz weit im Westen ist, man will in den Osten, boah, das dauert Ewigkeiten. Medizinisches Können, nö, das ist jetzt erstmal nicht relevant, zumindest mal nicht für dieses Let's Play. Witz und Charme, die Töchter der Gouverneure, die nerven mich eher. Bleiben wir doch mal mit Standard. Aber wartet mal, sind noch andere Grafiken, wenn ich jetzt Geschützkünste auswähle bei der Erfahrung? Tatsächlich, da schwillt auch die Brust an. Und er ist beim Draufgänger stark genug, um eine Kanonenkugel sogar zu tragen. Wahnsinn. Dann bleiben wir mal kurz beim Draufgänger, schauen uns die anderen Grafiken an. Da schaut er durchs Rohr und hält die Tasche, die medizinische Tasche, eher nach vorne als an der Seite. Holla, und hier hat er die Rose im Mund. Ein echter Bachelor. Und wir bleiben können beim Fechten und bleiben beim Lehrling. Anfangsdatum kann ich nicht auswählen, das müsste am Schwierigkeitsgrad liegen. Ja. Gut, je weiter wir in die Vergangenheit gehen, umso mehr Dörfer oder Siedlungen, Städte gehören, glaube ich, den Spaniern. Und da ist es noch nicht sehr einfach, wenn man nicht Spanier ist. Und ich glaube, die Spanier sind generell auch nicht einfach zu spielen. Weil da die Gouverneure etwas anspruchsvoller sind. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich aus der tiefsten Erinnerung herauskrame oder versuche herauszukramen. Und ich kann mich auch erinnern, dass in der Anleitung damals stand, das ist die einfachste Zeitperiode 1660, weil es da am meisten zu holen gab. Gut, dann schalten wir die Erfahrung wieder auf Lehrling zurück. Ach, das war jetzt... Das war live. Kommt. Name bleibt noch Lehrling, können wir fechten. So, fertig. Ja, dann holen wir uns die Besatzungsmitglieder. Ach nee. Ah, wir müssen ja anheuern bei den Kapitänen und jetzt ist die Nationauswahl vorhanden. Nee, Franzosen nicht, obwohl ist man herausfordernd. Franzosen, Spanier, nee, die sind immer zu unsympathisch in dem Spiel. Und die Holländer, die haben gar nicht so viele Siedlungen und Städte. Das wäre natürlich das Interessanteste, für die Holländer zu arbeiten. Ach komm, machen wir das doch mal. Ist nicht die einfachste Nationalität. Die Holländer besitzen deutlich weniger Häfen als die anderen Nationen und führen nicht so oft Krieg mit ihren Nachbarn wie andere, sodass es schwierig sein kann, Beförderung zu erlangen. Er guckt mir auch zu grimmig. Wie sieht es bei den Franzosen aus? Frankreich besitzt mehrere strategische Häfen. Tortuga eignet sich hervorragend, um Südkuba zu ärgern, hört es, glaube ich, und führt häufig Krieg mit Spanien. Interessant. Die Engländer zählen zu den einfachsten Nationen im Spiel. Zu Spielbeginn besitzt ihr friedliche Häfen an strategisch günstigen Orten. Und da England praktisch ununterbrochen Krieg gegen Spanien führt, könnt ihr Beförderungen von den Engländern relativ leicht erhalten, indem ihr spanische Schiffe und Städte angreift. Verzeihung, kleine Frosch im Hals. So, Spanier. Diese Nation spielt sich zu Spielbeginn am schwierigsten. Spanien besitzt bei weitem die meisten Häfen im Spiel, sodass weniger Ziele bleiben, die angegriffen werden können. Gut, man kann, denke ich mal, bei den Spaniern erfolgreich sein, wenn man Pirat wird. Aber... Ja, aber sind die Franzosen irgendwie jetzt am sympathischsten? Ne? Dann nehmen wir diese doch. Willkommen an Bord, Herr Corbett. Wir laufen bei Flut aus. Na dann. Schon ein grausamer Grafik-Codec, oder?
gespannt, ob ich es noch kann. Ich muss noch gar nicht fechten. Okay, ich dachte, das beginnt jetzt schon so. Ich glaube, auf dem C64 hat es damit begonnen, dass du gegen deinen Kapitän, weil du meuterst, kämpfen musstest. Na dann schmieden wir unser eigenes Glück. Und rette meine Familie. Nehme Rache. Erwarte. Nein, das Schicksal erwartet mich. Okay. So, fahren wir erst in Martinique ein. Man sieht, die Ähnlichkeit ist eigentlich zum C64 da. Es sind nicht mehr diese einzelnen Fenster, sondern in die Grafik integriert. Aber auch sehr charmante Grafiken, wie ich finde. Und der Übergang der Musik war schön. Mein lieber Herr Corbett, tretet doch bitte ein. Es wird euch vielleicht interessieren, dass wir uns im Krieg befinden mit den niederträchtigen Spaniern. Natürlich. Ich freue mich, euch einen Kaperbrief anbieten zu können, der euch dazu befugt, die Schiffe unserer Feinde auszurauben und zu versenken. Den braucht ihr auch, damit ihr auch entsprechende Beförderung erhalten könnt. Wenn ich jetzt für die Engländer, also angenommen, England ist auch im Krieg mit Spanien, natürlich sind sie das auch. Und ich versenke jetzt Schiffe und gehe jetzt nach zu einer englischen Stadt, dann bekomme ich keine Beförderung, obwohl ich schon 500 Schiffe vielleicht versenkt habe, 20 Städte für England ja gekabert habe, gesagt nicht so zu kabern, nee, erobert habe, dann ist das egal. Ich benötige erstmal einen Kaperbrief. Und dann erhalte ich Beförderung. Okay. Trinidad. Ja, das ist schon ein Unterschied zur C64-Fassung. Man bekommt schon viele, viele Hilfen. Und vor allem Orientierungshilfen. Ich glaube, da ist auch eine Karte auch mit dabei. Keine Papierkarte mehr. Obwohl es einen gewissen Charme hat, mit einer Papierkarte auch zu fahren. Und auch hier bin ich schockiert über die brutal geringe Auflösung dieser Karte. Und die Schrift, die ist skaliert. Grafik auch, aber die Karte, wow. Ocean Bark, die ich schon bekämpfen kann, kommt auf mein Schiff drauf an. So, die Schenke werden wir aufsuchen, um einige Bordmitglieder zu rekrutieren. Am Anfang brauchen wir noch ein paar Jungs, 14 Männer sind noch nicht viel. Dann kommt mal mit, Jungs. Der geheimnisvolle Fremde bietet mir immer tolle Informationen. Okay, irgendwo im Urwald ist eine mächtige Festung. Ihr müsst diese 15 Missionen abschließen, um diesen Unterschlupf zu entdecken. Okay, meine Erinnerung war auch, um Montalban zu besiegen, muss man diese Mission abschließen und man erhält immer wieder Tipps. Vermählt euch mit einer Gouverneurstochter. Boah, gleich der große Batzen am Anfang. Dann versuchen wir unser Glück nachher. So, sprechen wir mit dem Schankmännchen. Was hast du uns zu erzählen? Okay. Nichts. Schankwert, habt ihr bereits die Tochter des Gouverneurs von Barbados kennengelernt? Es heißt, sie sei eine echte Schönheit. So, aber nochmal probieren. Machen wir es doch mal. Okay, wir sind noch nicht genug angesehen, um die Gouverneurstochter kennenzulernen. So, Handel können wir noch keinen treiben. Wir haben noch keine Güter. Hilfsbau aufsuchen brauchen wir auch noch nicht. Jetzt sehen wir uns übrigens unsere kleine Schaluppe.
überholen brauchen wir nicht. Wir haben keinen Schaden. Genau. Wir können dieses Schiff nicht verkaufen. Wir haben nur eins. Für 500 Goldstücke können wir es aufrüsten. Das müsste Panzerung, glaube ich, sein. Aber wir haben nur 600 Gold. Wir lassen es erstmal. Leute teilen, das ist auch erstmal absoluter Unfug am Anfang, weil wir sind ja jetzt am Anfang und dann müssten wir die Beute, die 600 Goldstücke mit der gesamten Crew teilen und das möchten wir noch nicht. So, jetzt hoffe ich, dass ich mit der Steuerung noch zurechtkomme. Lang, lang ist es her. Dann holen wir doch diesen Pirat mal ein, ne? Ah, Angriffsmodus X. Angriff. Komm, das machen wir doch mal. Ah, ich bin das Unter. Ah, Hilfe! Mein Treffer. Sie treffen mich immer noch ziemlich gut. Am besten nicht die Breitseite präsentieren. Das tat weh. Aber wir versuchen es, wir sind in der Überzahl, glaube ich. Ne, die sind Überzahl. Aber wir versuchen unser Glück mit dem Rechten. So, die Schiffe stoßen mit einem lauten Krachen gegeneinander. Als sich eure Männer in den Angriff stürzen, kommt der gegnerische Kapitän mit gezogenem Schwert auf euch zu. Ach, das ist doch so herrlich klischeehaft. Das liebe ich an Pirates. So, wählt eure Waffe, Langschwert, Rapier oder Intermesser. Bleiben wir bei der Mitte. Also Mitte von der Klassifizierung. Das Langschwert. Und hier sieht man auch die schöne hochskalierte Grafik. Das klappt doch besser, als ich dachte. Auf Wiedersehen. Der ist doch Haifischfutter, oder? Ein Piratenbesatzungsmitglied ist ein fähiger Segelmacher, der auf See die Segel flecken kann. Er lässt sich rasch überreden, sich unsere Besatzung anzuschließen. Das gab es ja damals auf der C64-Fassung nicht, dass man Besatzungsmitglieder rekrutieren kann, die besondere Fähigkeiten haben. 5 Matrosen. Ja, wir hatten 54 gehabt. Ja, komm, die nehmen wir mit. Und dieses Schiff sieht auch ganz großartig aus und sollte auch unser Hauptschiff werden. 4200 Gold. Wahnsinn. Eine Brigantin mit 60 Yachtkapazität. Ein bisschen Rumschaden. Gehen wir noch. 21 Besatzungsmitglieder benötigen wir für sie. Fangen wir doch auch. Behalte sie. Okay, Ruhmespunkt. Ihr haltet Punkte für das Erbeuten von Gold. Okay, das Erlangen von Beförderung, den Sieg und so weiter und so weiter. Mhm. Ach, stimmt ja, genau. Das sind ja überall Piraten verstreut. Es gibt bestimmt Piraten, die wir entsprechend ausschalten sollten. So, und sämtliche Gouverneure reißen sich gerade um uns. So, und dann gehen wir mal in den Statusbildschirm. Und irgendwo waren auch dann die Piraten angezeigt. Aber schauen wir mal, unseren Allgemeinstatus können wir fechten. Alter, 18 Jahre, Wahnsinn. So ein junger Kapitän. Gesundheit hervorragend, Moral ist sehr glücklich. Wir haben 2 Schiffe. Ein Schiff ist recht gut ausgerüstet. Das kann ich doch auch hier irgendwo als Flaggschiff benennen gerne. Dann steuere ich nämlich dieses, weil die Schaluppe ist mal doch zu klein. Da ist mir hier die Brigantin etwas lieber. Ach Leute, haben wir ja einen Segelmacher. Der Reparaturen am Segel vornehmen kann, während die Flotte auf See ist. Das ist schon mal von Vorteil.
Was haben wir hier noch? Okay, das ist mein Status in Sachen Ränge. Wir sind noch nicht befördert worden, haben aber einen von 9 Piraten besiegt. Dann haben wir noch ein generelles Logbuch, Taglogbuch. Das gab es sogar auf der C64-Fassung, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sehen auch, wie die Beziehungen momentan sind. Das Kreuz waren ja die Engländer. Wir haben die Lilie, die blaue Flagge, sind mit den Spaniern im Krieg und die Spanier sind im Krieg mit Frankreich und Holland. Wir haben noch keine Schatzkarten momentan. Ah, und hier ist die Karte und, ups, da kann man hier vergrößern. Ein bisschen mehr. Verkleinern. Wie ihr seht, das ist doch ein großes Gebiet hier, die Karibik. Und wir sind hier in der gesamten Inselgruppe. So. Ich glaube, wir fahren einfach wieder nach Martinique zurück, damit wir uns eine Beförderung holen können. Das sah nämlich danach aus. So, und das ist die Rangliste. Wir sind tatsächlich auf Platz 9. Wir haben ja Stede Bonnet, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, haben wir eben besiegt. Dementsprechend ist er auf Platz 10. Das ist auch witzig, ein Nachschlagewerk. Was hat ein Arzt an Bord zu suchen oder welche Auswirkungen? Zum Beispiel, oder was ist die Artillerie? Später für Landkämpfe auch ganz wichtig. Witzige Idee. Optionen, klar, dazu brauche ich nichts zu sagen. Und laden, speichern, kann man auf See speichern? Jawohl, das mache ich doch mal. Gut. Dann fahren wir doch wieder zurück. Schmuck der Schiff ist uns ziemlich egal. Was er will, möchte ich nicht. Nein, keinen Engländer angreifen. Macht es ja auch, genau. Die gesamten Schiffe, die folgen dir, ja. Also deine ganze Flotte siehst du auch hier im Hintergrund. So, schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir die Gelegenheit, mit der Gouverneurstochter zu reden, die ja so hübsch sein soll. Winning Tor! Donim! Briglicated! Der König wird zufrieden sein. Und dementsprechend bekommen wir unsere erste Beförderung. Kapitän, herzlichen Glückwunsch. Daher wird das Anheuern von Besatzungen in französischen Häfen leichter sein. Da bekommt man, denke ich mal, mehr Männer in der Taverne. 50 Morgenland ist doch wirklich nicht übel. Und da haben wir die attraktive Gouverneurstochter. Ja, nett. Wenn ihr den Obersttitel erlangt habt, könnt ihr mich vielleicht einmal zum großen Ball begleiten. Ja, der große Ball, das ist so das Verschriene hier in dieser Fassung. Man muss dann tanzen und das wird bewerkstelligt mit einem Minispiel. Ich fand es nie so schlecht, aber man macht es doch dann ziemlich oft. Und es wird anstrengend und ziemlich lästig. Aber dazu vielleicht später. Au revoir, Herr Gouverneur. So, können wir schon Handel treiben? Da kommen die Gewürze, hauen wir raus. Ups, jetzt habe ich versehentlich das hier gekauft. So, Nahrung habe ich schon immer wieder behalten, außer ich habe zu viel davon. Weil Nahrung verbraucht ja auch die Besatzung. Nochmals, ich finde es ja großartig, wie die Musik immer überblendet mit anderen Instrumenten. Und hier wieder. Sehr schön, oder? 200 Gold für eine Schatzkarte. Natürlich nehme ich die Karte an. Gegend südwestlich von Trinidad absuchen. Und das finde ich schön bei Pirates. Man muss wirklich nach dem Schatz suchen. Man hat jetzt nichts anderes außer das hier als Tipp. Ist irgendwo südwestlich von Trinidad. In der Nähe ist ein Riff.
Die Karte sieht auch so, also die Spielkarte sieht auch so aus wie hier. In der Nähe vom Ankerstrand. Und man muss wirklich zu dieser Gegend laufen. Südwestlich von Trinidad. Okay. Der Richter. Hat sie was Neues? Das Schankmännchen. Schankmännchen, das ist auch was Schönes. Schankmädchen wird sofort auf euch aufmerksam. Ich zittere vor Ehrfurcht, Corbett. Es heißt, ihr seid nun die Nummer 9 unter den berüchtigsten Piraten der gesamten Karibik. Ja, nichts Neues, was mir der Statusbildschirm nicht auch schon verraten hat. Gut. Jetzt schauen wir nochmal, wo ist eigentlich Trinidad genau? Heißt da unten, okay. Unter der Bemerkung Stadt auswählen. So, hier ist Trinidad südwestlich. Das müsste auch entsprechend hier mittig sein. Ich kann leider nichts zeigen. Mörderkoffer. Das wird sogar auch angezeigt. Also können wir das Quallenriff oder wie es hieß, auch uns anzeigen lassen. Aber das müsste dann hier unten irgendwo sein. Quallenriff, genau. Und jetzt schauen wir mal, was die Karte sagt. Wenn man hier oben diesen Ausreißer von dieser Halbinsel nimmt, unter dem Wort südwestlich, dann geht es ja so Treppenstufen runter, ist 1, 2, 3 bei der dritten Stufe. So, 1, 2, 3. Ach, das müsste dann bei der Teufelsküste sein. Ja, wir gehen hier vor Anker. Und zack, er hat es schon gefunden. Okay, dann sind es immer solche Gebiete dann. 6.000 Goldstücke ist nicht übel. So, Trinidad, was für eine Nationalität ist das? Spanien. Ach, wir gehen mal rein. Vielleicht kriegen wir einfach mal einen Kaperbrief. Meine schwierigen Franzosen, hallo, ich bin selbst Franzose. Dann holen wir uns mal den spanischen Kapitänstitel mal auch. Auch sie möchte haben, dass ich erst Oberst werde. Ich meine 28 Männer, okay. Wir können ein paar Männer noch gebrauchen. Dass wir eine kleine Überzahl bei den Kämpfen haben. So, wir sind erstaunliche Neuigkeiten über eure Familie zu Ohren gekommen, die ich euch für 1000 Goldstücke verraten werde. Ich glaube, ihr habt eine Schwester, die seit vielen Jahren vermisst wird. Der niederträchtige spanische Baron Raimondo hat Informationen, die für euch von großem Wert sind. Er versteckt sich zurzeit in Nombre de Dios. Und das ist sehr weit im Westen. Aber meistens, erfahrungsgemäß, kommen die Kapitäne dann eher wieder zurück in den Osten. Also wenn ich denen jetzt entgegenfahre, wäre schon mal nicht schlecht. Und Raimondo fährt auf der spanischen Kriegsgaleone Guadalupe mit. Okay, die gleichen Infos. Okay, er kann uns Eisensparren einbauen. Machen wir doch mal. Das sind Hängematten. Und Hängematten, genau, bedeuten, du kannst mehr eine größere Mannschaft mitnehmen. Aber wir überholen erstmal unsere Schiffe. Gleiche Schaden. Ne, die Schaluppe will ich noch nicht weiter ausbauen. So, jetzt machen wir ein bisschen Stunk gegen die Spanier hier. Und
fahren die Küste ab. Was ist das? Ah, da haben wir noch einen. Eine Handelsgaleone. Ich darf nicht so viele Kanonen haben. Oh, nur noch 9 Besatzungsmitglieder. Er gibt auf. Wir waren einfach in der Überzahl, da hätte sich ein Fechtduell für ihn nicht gelohnt. Was haben wir denn alles? Komm, 8 Matrosen benötigen wir. Wir haben jetzt immerhin ein größeres Schiff, eine Handelsgaleone. Die nehmen wir auch mit. Wir brauchen ein bisschen Platz für erbeutete Waren. Kommt die nächste. Die San Antonio, nehmen wir auch mit. Hat sich schnell ergeben. Auch die nehmen wir mit. Und diese Handelsgaleone möchte ich auch haben. Obwohl die große Schäden haben, und Fakt ist da auch, das schwer beschädigte Schiff wird auch nicht mehr so gut segeln können und die gesamte Flotte passt sich an der Geschwindigkeit des langsamen Schiffs an. Deswegen lohnt es sich auch diese Schiffe, auch wenn es nicht die Hauptschiffe sind, reparieren zu lassen. Okay, die Spanier haben auch erst gegen die Holländer gekämpft. Ne, mit Segel waren wir nicht kaputt. Jetzt gebe ich dem auch noch die Breitseite. Das geben wir nicht auf. Das sind viele, viele Männer. Aber ich versuche mein Glück. Eure Mannschaft ist zahlenmäßig weit unterlegen. Wiederholt die Sequenz auf dem Bildschirm, bevor die Zeit abläuft, um eure Chancen auszugleichen, indem ihr Mitglieder der feindlichen Mannschaft ausschaltet. Je schneller ihr die Sequenz korrekt wiederholt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Also eine Quicktime-Sequenz. B, B, Y. B, A, Y. X, Y, X. B, A, B, A, B, A, X, Y, B. Damit dezimieren wir die Mannschaft. Uiuiui, das sieht nicht gut aus. Wie aufregend. Und er landet im Wasser und ich bin der heroische Sieger. Ein fähiger Fassbinder, der weiß, wie man Lebensmittel in stabilen Fässern aufbewahren kann. Er lässt sich rasch überreden, sich unserer Besatzung anzuschließen. Sehr schön. 12 Matrosen werden wir brauchen. Die nehmen wir doch auch mit. Kommt! Wir bauen unsere Flotte auf und fahren jetzt zu Margarita. Und ihr merkt, oh, es ist sehr langsam alles. Als ihr euch der Stadt Margarita nähert, öffnen die Hafengeschütze das Feuer auf euch. Und wir wollen es doch nicht angreifen, die Stadt schleichen. Ach, stimmt ja, da war was. Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern, wie das funktionieren sollte. Witzig, an dieses Minispiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, auf dem C64 wurde das Ganze ausgewürfelt, oder?
Guten Tag. Herrenhaus. Ich würde gerne in die Schenke oder sowas gehen. Versucht über Mauern zu klettern. Schenke. Mir macht das jetzt ein bisschen Angst, das dauert zu lange. Ich musste Knopf drücken. Alles klar. Ein Rubinring. Dies wird euch dabei helfen, das Herz der Gouverneurstochter zu erobern. Natürlich 800 Goldstücke. Was sind das schon? Gib mir den Ring. Oh, Kopfgeld. 1000 Goldstücke auf meinen Kopf. Na dann, Schankmännchen. Militärsold war da, okay. Das hätte ich mir, glaube ich, mal schnappen können. Es gibt ja auch diverse interessante Schiffe. Wie die Schatzflotte oder eben hier ein Schiff, was Militärsold ausliefert. Das bedeutet große Beute. So, reden wir doch mal mit dem Abt. Ein Schiff mit Flüchtlingen aus Europa ist in unsere Mission eingetroffen. Diese emsigen Immigranten suchen eine Heimat in der neuen Welt. Könnte es ihnen weiterhelfen? Ich weiß es gar nicht, wo die ganzen Ortschaften sind, unter welcher Flagge die laufen. Komm, wir sind heute jetzt mal so unverschämt. Kann ein bisschen Handel treiben, aber der Abt hat natürlich nicht so viel Geld. Er gibt manchmal auch nicht die besten Preise. Aber komm, hier machen wir den Laderaum leer. Das ist natürlich alles Spanisch hier unten. Spanier, ne, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ach, Curaçao, komm, machen wir mal einen Curaçao Halt. Vielleicht bekommen wir auch hier eine kleine Beförderung. Ja, sehr, ich erinnere mich, die Holländer haben immer diese lustige Musik gehabt. Oder haben sie ja, hört ihr ja. Mit orange-roten Haaren. Herrlich. Dunimpar. Imbriglicated. So, wir sind auch hier in Holland Kapitän. Natürlich Oberstitel. Wenintar. Ja, es ist alles schon sehr generisch. Also. Oder man merkt, die Spielelemente sind doch sehr starr. So, wir benötigen wieder ein paar Männer. So, willkommen an Bord. Was hat unser geheimnisvoller Mensch hier hinten? Ein geheimnisvoller Mann bittet euch ein Wetterglas an. Ich glaube, dieses Instrument ist beim Segeln in der Nähe von Stürmen und Orkanen hilfreich. Ja, es gibt auch noch diverse Perks. Dann kaufe ich diese doch ein. Es sind viele kleine Verbesserungen zur Urfassung, wie ich finde. Der einzige Nachteil ist tatsächlich dieses Tanzspiel oder diese Minispiele hier und da. Darüber kann man sich streiten. Sie machen zumindest mal Spaß, wenn sie nicht so oft auftauchen. Und wie gesagt, dieses Tanzen wird ab einem gewissen Zeitpunkt doch sehr oft vorkommen, was ein bisschen ermüdend ist. When in the last. Okay, er kann sich also gut verteidigen.
zuletzt vor 2 Monaten in Nombre de Dios gesichtet. Also sprich, diese Information ist recht alt und er wird wahrscheinlich näher kommen. Geht die Toast. Santa Marta ist er unterwegs. Ja, wir werden ihn treffen. So, jetzt werden wir noch ein bisschen Geld ausgeben. Wir werden die Schiffe erstmal reparieren. Das wird ein bisschen Geld kosten. 600, ja. 900 Goldstücke. Ja, ist aber notwendig. So, mit was kann er uns ausrüsten hier und aufrüsten? Kupferpanzerung. Dann bekommt hier unsere Brigantin diesen Schutz. Den Rest, nö. Die ganzen Schiffe würde ich jetzt mal nicht aufrüsten. Ich finde diese Version echt interessant. Wie gesagt, die Auflösung, die ist echt toll hochgerechnet. Und zwischendrin sieht man wirklich hochauflösende, Anführungszeichen hochauflösende Texturen. Und dann wieder ganz hundsmiserable, vor allem bei den Schiffen. Bei denen hier sieht man es ganz brutal bei den Handelsgalionen oder hier auf der Seite der Kriegsgalione. Uiuiui. Der Schiffsbau sieht auch ganz gut aus. Das Gesicht, der Gürtel, das Hemd, die sind ganz okay. Da aber das Blatt Papier, was er in der Hand hat, die Fässer im Hintergrund. Also es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich hier die Qualitäten sind. Ah, genau. Ein Händler, Handel treiben. Der kriegt so viel wie möglich hier. Wenn ich jetzt alles verkaufen mache, dann... Ah, dann geht er wirklich nur auf diesen einzelnen Posten ein. Gut. Und wir segeln davon und wir hoffen, dass wir noch die Guadalupe irgendwann mal antreffen. Ein Schatzschiff. Das werden wir mal angreifen. Oh, Vorsicht. Also das Begleitschiff vielleicht mal ausschalten. Ach komm, wir greifen einfach so an. Und versuchen unser Glück hier. Und wir haben es. Ich glaube, wir haben ein bisschen Verluste erlitten auf dem Schiff, aber es wird wahrscheinlich ganz gut sein. Wir haben 3 Galionen. Kommen wir ins mit. Und was haben wir hier für ein Schiff? Eine Schatzgalione. Die nehmen wir doch auch mal mit. Oh, Frachtraum 140. Was können wir denn hier aufgeben? Ja, hier, die sicher. Das steht hier nicht dabei. Die Fracht hier haben, ne? Ich glaube, das ist die Brigantin gewesen. Ne, die Schaluppe war das, genau. Die Brigantin ist die hier. Also steht ja hier auf der Seite. Schaluppe, komm, weg damit. Aufgeben. Was war das? Galicia. Na komm, wir lassen mal die mal vorbeisegeln. Ich möchte jetzt noch die Guadalupe haben. Her.
Nein, wollen wir nicht. Komm. Das ist doch nicht an Land. Rio de la Hacha. Ich muss mit Eleonor durchschalten. Nö. Möchte ich keine. Ah, Baron Raimondo. Das überlebe. Fechten. Das wäre ganz gut. Hui, das ging flott. Seid ein wahrer Meister im Schwertkampf, Sir. Ich werde euch die Wahrheit verraten, nach der ihr sucht. Eure Schwester wird an einem fernen Ort gefangen gehalten. Diese Karte sollte euch dabei helfen, eure Familie wieder zu vereinen. So, und natürlich bekommen wir nur ein Kartenstück. Mit viel Glück kommt man per Zufall schon mit einem Kartenstück weiter. Aber das hier ist nicht gerade sehr aussagekräftig gerade. Nehmen wir doch dieses Kartenstück entgegen und schauen, wie es weitergeht. So, 14 Matrosen, komm. Wir nehmen. Nachtraum 90, versenkt sie. Wir nehmen so viele wie möglich mit. Halt, nee, Moment. Flottenfracht, genau so rum. So wird ein Schuh draus. Ui. Das tat nicht gut. Da habe ich versehentlich einige Köpfe jetzt von meiner Flotte beschädigt. Haifischball. Cartagena? Sollen wir mal probieren? Oh, wir wurden empfangen. Renin-ta. Dunin-pa. Ja, eine derartige Beleidigung bleibt nicht ungesühnt. Na schön. Der Kapitän zieht von an. Nein. Okay, Gott sei Dank, das war jetzt ein Fehler gewesen. Ich wollte das hier machen. Und meine Schiffe hier reparieren lassen. Ist das eigentlich? Dieses Schiff hat bereits feinkörniges Pulver. Okay, ist bestimmt ein Perk in Sachen Kanonen. Wir treiben keinen Handel mit französischen Ketzern. Na dann, lassen wir's. Also bei diesen Fremden kann man doch, wenn man ein bisschen Gold hat, ganz gehörig viel einheimsen. Geheime Schatzkarte. Doch mal mit. Haifischlandeplatz. San Timon. Westlich in Maracaibo. Celeste. Celeste Grimmel. Echt schon die Nummer 7? Wow. Darling Grimmel. Jude, darling. Karte Maracaibo. Westlich davon. Also muss es irgendwo hier. Santa. Ne, nicht hier bei Quisqueya oder sowas liegen. Sowas in der Ecke. Ja, aber ich würde mal sagen, wir fahren mal jetzt mal in den Norden zu den Engländern nach Port Royal. Ja.
und die Winde segnen uns mit Geschwindigkeit. Okay, ich brauche erstmal nochmal ein Gefühl, wie die Geschwindigkeit hier so in dem Spiel gerade ist. Wir sind schon eine ganze Weile umhergezogen, Kapitän. Soll ich kurz jetzt noch? Alright. Das ist ja schön, er geht dann automatisch in die Richtung. Ding, ding. Reden wir auch hier mit dem Gouverneur. Nein, nicht mit uns. Aber immerhin bin ich doch Kapitän geworden. Auch hier wieder. Ah, ich muss sogar Baron sein. Bin ein stattlicher junger Raufbold. Der König hat mir befohlen, der spanischen Stadt Santiago ein Ultimatum zu übermitteln. Dies wird sicherlich einen Krieg mit Spanien zur Folge haben. Das Ultimatum wird durch den Mailrunner Lion überbracht. Bitte sorgt dafür, dass dieses Schiff sicher sein Ziel erreicht. Oh, versuchen wir es mal. Können wir hier nochmal Handel treiben? Jawohl, alles verkaufen. Holt das Optimum schon heraus. Schiffsbauer, was kann der? Kettengeschosse. Die vernichten, glaube ich, oder beschädigen sehr stark die Segel, damit das feindliche Schiff nicht mehr so schnell segeln kann. Aber da reicht es uns bei uns Brigantinen. Die anderen nutzen wir eigentlich nicht dafür. Boah, brauchen wir nicht. So, segeln wir davon. Oh, Henry Morgan. Kommt, den nehmen wir uns vor. Geschütze werden wir mal aktivieren, aber die sind, glaube ich, nicht so ergiebig. Kämpfen wir doch mal wieder. Arg, arg. Dadurch, dass ich meine Provision in Fechten habe, ist es doch relativ einfach. Und wir haben ihn. Ja, die ganzen Sequenzen wiederholen sich halt nach einer gewissen Zeit. Aber man kann es ja auch unterbrechen. So ist ein fähiger Steuermann, der die Geschwindigkeit unserer Flotte erhöhen kann. Ja, sehr schön. 10.000 Goldstücke. Wahnsinn. Und wir haben eine große Fregatte. Ich würde sagen, wir behalten sie und geben hier unsere Brigantine auf. Und können sie nicht aufgeben. Dann hauen wir doch einer dieser. Komm, nehmen wir diese Handelsgalione. Gehen wir es auf. Den schmutzigen Machenschaften von Henry Morgan, der Nummer 1 unter den berüchtigsten Piraten, wurde ein Ende gesetzt. So, dann schauen wir doch erstmal unseren Piratenstatus hier an und sind auf Platz 5. Und Henry Morgan haben wir wirklich weggeschossen. 7 Schiffe haben wir gekabert. 4 Titel müssten das sein. 1 Schatz geborgen und 2 Damen den Hof gemacht. Kann das sein? 2 Damen sind beeindruckt oder wir haben 2 Ringe? Na, glaube ich nicht. Gut, wenn ich es hier direkt drauf klicke. Bei Landgefechten sind eure Piraten Mannschaftsmitglieder, die mit Entermessern und Enterbeilen bewaffnet sind. Ja, gut, okay. Nehmen wir das hin. So. Dann machen wir. Was sind wir hier? Ja, wir müssen dem hier folgen, genau.
hier aber noch machen möchte, ist unser Flaggschiff noch ändern. Das machen wir hier vorne. Genau. Die große Fregatte. Die dürfte ganz ordentlich sein. Dadurch, dass die unser eskortiertes Schiff angreifen wollten. Ja, ich weiß, das Spiel ist doch relativ... Nicht relativ, es ist sehr, sehr repetitiv. Aber diese Version wird wenigstens ein bisschen interessanter gemacht mit den Missionen, mit dieser kleinen Missionsstruktur. Es ist nicht ganz so offen und fantasiereich wie die C64-Fassung oder wie die Urfassung, dass die dir im Kopf, ja, dass du so ein gewisses Kopfkino ablaufen lässt, sondern viel, viel vorgegeben, was ja der Nachteil der heutigen Spiele auch schon ist. Aber trotzdem, es macht Spaß. Du kannst abschalten, du kannst an den Abend mal das Spiel wieder auspacken und man sieht es, ich habe das jetzt locker 7, 8 Jahre nicht mehr gespielt und es fällt mir recht einfach von der Hand. Gut, ich habe den kleinsten Schwierigkeitsgrad, aber hey, ich möchte ja entspannen am Feierabend, hier jetzt um 10:30 abends. Mehr braucht man doch nicht, oder? So, 30 Matrosen nehmen wir auch mit. Und wir benötigen dieses Kanonenboot nicht. Und nehmen alles mit. Dürften das gut schaffen. Die Übergabe des Ultimatums zwischen dem eigentlichen Königsrat und einem Krieg angezettelt. Und dann fahren wir zurück nach Port Royal. Und Gouverneur, es ist doch eine Beförderung fällig, oder? Vielleicht auch ein Tanz mit deiner Tochter. Hallo. Impregnated. Rita Prentice. Und damit sind wir zum Major ernannt worden. Sehr schön. 140 morgen? Ja. So, im Status überprüfen werde ich mal jetzt abspeichern. Wir haben wieder eine Aufnahmezeit von einer Stunde erreicht. Ach, hier. Ein Rubinring und ein Wetterglas. Ah, jetzt weiß ich, was das bei der Pirateneinstellung bedeutet. Hier hinten dieser Ring. Wie viele Artefakte wir haben. Und Perks wir damit haben. 2 Stück. Auch hier, Rubinring. Hilft das Herz seiner Gouverneurstochter zu erobern. Und dieses Instrument hilft beim Segeln in der Nähe von Stürmen und Wirbelstürmen. Ja, dann speichern wir mal. Ach, wir können auf See speichern. Dann betreibe ich mal kurz Handel, verkaufe so viel wie möglich. Und gehe nochmal zum Schiffsbau und werde unser Schiff überholen lassen. Ja, unsere Schiffe. Rüsten hier die Kettengeschosse auf. Damit haben wir ein wirklich ein gutes Schiff hier. Eine tolle Fregatte. Schenke Zoom auch nochmal auf. Die Leute möchte ich bewusst jetzt nicht rekrutieren. Was haben wir hier noch? Natürlich, komm, erzähl mir es. So, und das waren, glaube ich, auch die ursprünglichen Sachen. Wo hat man die auf der C64-Version bekommen? Entweder man hat die Städte besucht, dann bekam man diese Information natürlich. Oder... Hat
man die vom Wert bekommen, vom Schankwert? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Aber wir nehmen doch diese Information gerne an. Und was hat das Schankmännchen hier zu bieten? Okay, jetzt kommen langsam die Infos von anderen Piraten auch rein. Hat ordentlich Geld dabei, ist im Osten von uns entfernt. So, lieber Schankwert. Ja, Eisensparren, gut und schön. Das ist nicht so wertvoll, die Information. So, wir segeln mal kurz davon. Ich werde jetzt hier speichern. Und dann gleich wieder in den Hafen zurückkehren. Und mal schauen, ob ich zufälligerweise schon mal die Beute teilen kann. Okay, 5%iger Anteil würde 1077 betragen. Okay, meine Beute ist noch zu gering. Ja, dann würde ich sagen, wir schwimmen hier mit den Delfinen oder segeln mit den Delfinen davon und machen hier erst einmal Schluss. Genau. So, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses kleinen Let's Plays. Mal schauen, ob ich einen zweiten Teil mache. Wäre vielleicht eine witzige Idee zum Vergleich mit der C64-Fassung, die Alex schon aufgenommen hat. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs lange Verweilen mit mir hier zusammen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.